Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part House of Caravan. Ja, ich bin hier irgendwie immer noch im Keller und ja, guck mal, ich zeige dir jetzt mal was. Ich habe doch hier das letzte Mal irgendwie rumgehampelt und geguckt, ne, ich habe doch die Kabel gefunden und wusste dann auch nicht so genau, was ich damit machen sollte. Ich habe gedacht, ich muss die hier ja nutzen, ne, und dann ging das nicht. Jetzt habe ich ein Kabel, siehst du, habe ich hier schon drin. Und zwar habe ich da die Kabel genommen und einfach hier auf die Sachen geklickt und man muss auf der Seite irgendwie anscheinend anfangen und dann das so rübertüdeln. Aber in welcher Reihenfolge ist mir auch noch nicht so ganz klar. Ah, das ist richtig. Guck mal. Dann kann ich das hier wieder entfernen oder was? Hallo? Geht das wieder zu entfernen? Ich hab dich gleich wieder zugeschaltet, nachdem ich hier ausprobiert habe. Also ich habe noch nicht wirklich irgendwas... Noch nicht wirklich irgendwas getan. Ich probiere jetzt hier nochmal. Hab ja die Kabel noch in der Tasche, ne? Obwohl sie hier hängen. Und dann setze ich das hier hin. Ja, guck mal. So funktioniert das also. Das muss einem aber auch erstmal einer sagen, ne? Also ich habe das wirklich nur ganz zufällig. Ich habe hier halt an den Seiten rumgeklickt wie so eine Blöde, ja? Und habe gedacht, es muss doch irgendwie gehen. Ja, und so ging es dann ja letzten Endes auch. Und dann habe ich dich gleich wieder zugeschaltet. Ja, dann interagiere ich mal. Okay, es geht weiter. Sehr cool. Drück auf die linke Maus, um mit allen Elementen zu interagieren. Muss ich da einen Weg machen? Ah ja, guck mal an. Da muss ich einen Weg finden anscheinend. Ach, so eine Rätsel mag ich. Das finde ich cool. Ja, das ist nicht so sinnvoll. Gut, nee, das bringt mir gar nichts. Dann gucke ich mal andere Richtung. Nee, das muss von oben sein. Warte. Ach, da muss ich da vielleicht beide anschließen oder so. Aber guck mal, hier sind zwei, siehst du? Das müssen bestimmt beide angeschlossen werden. Vermutlich. Der ist dann egal. Bam, bam. Achso, ich könnte es auch so rum machen vielleicht. Ja. Not so difficult after all. Ja, das, sowas, so ein Rätsel mag ich übrigens sehr. Ach, jetzt ist die Tür auch auf. Guck an. Juhu, ich komme hier wieder raus aus dem Keller. Yeah. Ich hoffe, ich habe alles mitgenommen, was es da mitzunehmen gibt. Ich möchte hier ungern wieder hin. Ich sehe hier nichts, ey. Ey, ich sehe aber wirklich gar nichts. Kann ich mal meine Taschenlampe haben? Ach, guck mal, das ist die Tür. Ah, ich verstehe. Hier geht's dann in den... Ah, in die Küche. Die Tür war von der anderen Seite versperrt. Service. Service Room. Ah, hier fürs Personal. Gut, jetzt brauche ich erstmal Licht. Eine Kerze an hier bitte. Genau, das ist ganz cool. Ja, die haben es hier nicht so schön, ne? Aber naja, so ist das halt. Was haben die hier im Klo? Mr. Wintergreen. This is to inform you that we have cancelled our agreement with the house. We have been delivering supplies to the caravan house for the last 5 years. So far, we have no complaints about our relationship. However, our grocery store in Candlewood has been losing clients due to our trips to the house. You know that people are very superstitious, and they're afraid of these kinds of things. We hope that you will understand our situation. Sincerely, Edna Harrington. Das ist ja merkwürdig, ne? Also da müssen ja schon sehr abergläubische Leute sein, wenn die dann nicht mehr in dem Laden einkaufen, weil Toilettenpapier im Schrank, ne? Ist auch geil. Also es passt einfach auch so hier, weil es zum Zimmer passt, ne? Ja gut, aber so sind die Leute halt damals auch gewesen, ne? Abergläubisch, das trifft es ja ganz gut. Hier ist kein Licht weiter, ne? Ne. Mhm. Ach, guck mal, hier kann ich wieder einen Papierhalter. Dann ist hier bestimmt wieder irgendwo ein Puzzle. Ah, noch sehe ich nichts, ne? Nee. Okay. Da ist eine Lampe.
Die mache ich doch mal an. So, dann gucke ich mal, was hat er denn in seinem Nachtkästchen hier? Nichts. Und noch eine Fotografie von irgendeinem Bild. Naja. Kann ich aber nicht mitnehmen. Manche packe ich ja ins Inventar, ne? Kann ich da bitte mit meinem Tippen? Was ist das? Tippen, ja. Ach ja, siehst du, mit dem Messer. Also manchmal ist schon verrückt, ne? Ja gut, die Papierstücke. Ja, nehme ich mit. Okay. Mach ich zu. Da hängen Klamotten drin. Bild. Das ist irgendein... Ach so, hier, Butlerschule. Okay, ach, von Reginald. Okay, ja. So, Schubläden. Oh Gott, bitte. So, jetzt mache ich das Paper hier. Was ist das hier? Ach, das ist ein Stift. Papierfetzen. Ich muss nur die richtigen erwischen hier. I need something. Ja, dann waren das auf alle Fälle die falschen. Weißt du, wie soll ich denn wissen, welches die richtigen sind? Papierstücke im Zimmer der Dienerschaft gefunden. Okay, naja, mal gucken. I need something. Ja, ich hab doch... Die waren es dann ja anscheinend nicht. Dann nehme ich halt die nächsten. Ah, sehr schön. Okay, dann... oh, die sind jetzt alle relativ viereckig. Guck mal, die sieht so aus. Nein, ich wollte das doch ziehen, Mensch. So, hierhin bitte. Please. Please, please, please. Das ist ein bisschen, kleiner zerfetzt, ne? Das kommt hierhin, glaube ich. Könnte passen, ne? Ja, so von den Rissen her, würde ich sagen, passt es da rein. Okay. Das könnte auch noch ein Eckteil sein. After reading wahrscheinlich. So, dann fehlt oben die Ecke noch. Da. Dear. Von wem ist das denn? Letter known, laid it under. Nee. Hier, das könnte noch unten hingehören. Remind Keyholder, please. Oh Gott, wenn ich das Klopfen höre. Do destroy. Aber das gehört doch hier nicht zusammen. Naja, das könnte vom Rand sein. Nee. Das ist hiermit. Ja, das gehört schon so zusammen, wa? Oh oh. Ah, guck mal. 20 years. Kitchens Key Holder. Okay, ja, das scheint da irgendwie hinzugehören. Komm her, du. Reggie. Gehört es da oben hin? Nee. Hier. Reginald. Ich wollte aber ja eigentlich... Guck mal, das ist doch, sieht doch aus wie so ein Randstück. Ach so, nee, das ist ja ganz... Dann ist das Lucky. Nee, hier hin. Ja, Lucky. Lucky. Reginald Wands. Okay. Das gehört da nicht hin. Unten, ganz unten. Wo könnte denn da... Ja, das sieht richtig aus. Na, with him. Ja. As we did with Reginald once. Das sieht so aus, als ob es oben hingehört. I did with your safebox. I wahrscheinlich soll das heißen, oder? Also, mal gucken. You. Okay, ja, das passt auch. Das passt da nicht. Das passt da auch nicht. Dann passt es hier. Okay. Ja, Mensch, das geht immer ganz flott, ne? Also die Dinger kriege ich ganz, ganz schnell zusammengesetzt, finde ich. Also so grundsätzlich.
So, das muss dann dahin. Alles klar. Und das dahin. Warum ist das bei den Bediensteten? Aber verstehe ich gar nicht. Liebe Madeleine. Here we are. Liebe Madeleine, genau wie mit deinem Safe habe ich auch die Codes für den Schlüsselhalter in der Küche geändert. Ich bin zuversichtlich, dass wir uns auf Reginalds Diskretion nach 20 Jahren Dienst verlassen können. Jedoch würde ich mich viel wohler fühlen, wenn ich wüsste, dass alle Informationen in Bezug zum Haus nur dir und mir bekannt sind. Wenn wir Glück haben, können wir, sobald wir einen neuen Butler finden, der im Haus arbeiten möchte, ihm die neuen Codes geben, genauso wie wir es mit Reginald getan haben. Zur Erinnerung, die neuen Codes für den Schlüsselhalter lauten 1531. Bitte denk daran, diese Notiz zu vernichten, wenn du sie gelesen hast. 1531, alles klar. Gut, 1531, hab's mir aufgeschrieben. Natürlich hab ich's mir aufgeschrieben. Ne? Da habe ich ja reingeguckt, ne? Da war nichts weiter, genau. So, ansonsten ist hier auch nichts, oder? Nicht, dass ich hier was übersehe, aber notfalls kann ich zurückkommen. 1531, mal gucken, was für ein Schlüssel das dann jetzt als nächstes gibt. 15... 31. Nein, 31. Schlüssel zum Betzimmer. Ja, das ist doch hier... Die Musik ist ausgegangen. Ah, jetzt geht's langsam wieder an. Ist immer nicht gut, wenn die Musik sich ändert, ne? Ich bin da immer ein bisschen skeptisch, du. Ich sag's dir. Okay, ich gehe jetzt hier ins Betzimmer. Oh Gott, die Musik ist aber ziemlich dramatisch geworden. Also... Mann! Hallo? Oh Gott, ey! Manu! So, Schlüssel zum Betzimmer. Alles klar. Hier bin ich. Hallo. Ich mach hier schnell zu. Kann man jemand Licht anmachen? Da drüben ist aber eine Lampe, oder? Oh Gott, ey. Alter, hier ist der Sarg. Oh nein. Ach, das ist ein Gefäß. Ah, Kerze. Sehr schön. Da hinten ist auch so dunkel. Kann ich da auch noch ein Licht anmachen? Da ist auch noch eine Kerze, oder? Ja. Gut. Mein Gott, ey. Jetzt sind wir doch echt hier fast zum Ende der Folge. Ich wollte hier zumachen, bitte. Ist mir fast zum Folge echt noch das, zum Folgenende fast noch das Herz stehen geblieben. Also viel hat nicht mehr gefehlt. Mein Gott. Nee, in den Sarg will ich nur nicht reingucken. Wo geht's hier denn noch? In die Gruft, ja. Jetzt gucke ich mich erstmal hier um. Ich weiß nicht, ob ich in die Gruft gucken möchte. Zeitung. Ein Dokument. Na, da kann ich aber nichts mitnehmen. Underwood Coffins. Okay. So. Guck mal, hier ist irgendeine Fliese kaputt. Okay. Ah, Matchbox. A Matchbox. Nehme ich mit. So, dann hier noch reingucken. Buch. Naja. Da kann ich nichts mitnehmen. Da hinten die Ecke, die ist so dunkel. Kann ich mal irgendwie... Wie kann ich noch... Wie ging das noch mit der Taschenlampe? Ich hab doch... Ach so, kann ich die... Ich muss die Batterie erst reinsetzen, ne? Batterie. Doppelklicken, um sie zu benutzen. Aber das geht nicht. Ah, jetzt. Okay. Nee, da ist aber kein Licht. Okay, da ist aber auch nichts weiter. So. Na, da kann ich nichts aufmachen. Ey, ich will jetzt nicht in die Gruft. Ich weigere mich, ey, da in so eine Gruft zu gehen. I don't want this. Ja gut, aber was soll ich tun? Na, woanders geht's hier nicht lang. Ja, nee, ist, da geht's wieder runter. Och, Mann, ey. Hallo? Guten Tag.
Hallo. Okay. Alles ist gut. Warum ist hier ein Spucknapf? Da drüben ist noch ein... A Matchbox. Ja, aber hier sind ja gar keine... Ah, okay. Ah, um die Tür aufzumachen, ist hier wieder ein kleines Rätselchen. Gut, aber... Dieses kleine Rätselchen mache ich erst im nächsten Part. Ich danke dir jetzt sehr fürs Zuschauen. Sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.